Herr Jung dazu. Herr Seibert-Schäfer, ist nicht der beste Weg, so eine Schleuse zu bekämpfen, Ihnen einfach die Geschäftsgrundlage zu nehmen und die Flüchtlinge selbst nach Europa zu bringen? Ich glaube, es gab gestern auch Einigkeit auf dem Europäischen Rat, dass die Zahl derjenigen Menschen, die nach Europa kommen wollen, wahrscheinlich immer größer sein wird als die Zahl derjenigen Menschen, die Europa sinnvoll aufnehmen und integrieren kann. Nichtsdestotrotz ist ja gestern auch über Fragen einer besseren Verteilung von Flüchtlingen, einer gerechteren Verteilung über Europa gesprochen worden. Aber ich glaube, wenn man feststellt, dass diese Schlepper ein verbrecherisches Gewerbe betreiben, dann ist es auch eine moralische Verpflichtung, gegen dieses verbrecherische Gewerbe und die Täter vorzugehen. Möchten Sie ergänzen, Herr Schäfer? Das war aber nicht die Frage, Herr Seibert. Ich habe Ihre Frage gehört und ich denke, ich habe sie so beantwortet, wie ich sie beantworten kann.